Endlich ein Lebenszeichen. Das Model Fiona Erdmann musste einige Schicksalsschläge einstecken. Zuerst starb ihre Mutter im Jahr 2016, dann hat sie erst vor wenigen Wochen ihren Ex-Mann Mohammed bei einem tragischen Verkehrsunfall verloren. Seither hat sich die 28-Jährige aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Nun meldete sich die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin über ihren Insta-Account mit einem emotionalen Post zu Wort. Es tut mir sehr leid, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe. Ehrlich gesagt habe ich mich in den letzten Wochen so oft hingesetzt und versucht, einen Text für euch zu verfassen. Allerdings bin ich einfach immer noch sprachlos und fassungslos und mir fällt es noch immer schwer, die richtigen Worte für all das zu finden. Vor allem, weil das Leben gerade einen Sack voll mit negativen Ereignissen über mich ausschüttet und eigentlich jeden Tag neue Dinge passieren, die mich noch nicht einmal dazu kommen lassen zu trauern oder mich einmal mit mir selbst zu befassen. Das Einzige, was gerade für mich zählt, ist weitermachen, den Kopf nicht hängen lassen und nach positiven Seiten im Leben zu suchen. Wir wünschen Fiona alles Gute in dieser dunklen Zeit.